Hallo liebe Gemeinde, wir sind heute zusammengekommen, um einen Engel zu huldigen. Genauer gesagt, den blonden Engel mit oben oder ohne. Ja, was es mit dem Zusatz auf sich hat, seht ihr da drüben. Auf alle Fälle ein leckeres, erfrischendes Getränk. Oder auch etwas heftiger, je nachdem. Dann gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küchenbar. Ja, und hier habe ich im Prinzip so gut wie alles, was wir benötigen für unseren blonden Engel. Der blonde Engel in der Originalform, so wie ich ihn ursprünglich kenne. Ganz einfach, ganz einfach und wirklich lecker. Muss ich bloß gucken, ob mir das Vanilleeis hier noch ausreicht. Ansonsten hole ich die frische Packung rein. Ja, ich glaube, das reicht aus. Ich muss es heute nicht übertreiben. So. Na. Und zu dem Vanilleeis. Einfach Orangensaft. Tja Leute, käm mal eben nach oben und schwuppsiwupp wäre der blonde Engel, so wie ich ihn kenne, in der Originalversion fertig. Wer will, kann natürlich noch eine Sahne oben drauf tun. Und richtig lecker wird das erst, wenn das Vanilleeis geschmolzen ist. Blonder Engel, Originalversion. Tja, und jetzt kommt es mit oben. Mhm. Gehen wir wieder runter. So. Und was tun wir uns oben drauf? Ganz klar den leckeren Potteierlikör mit rum. Bisschen aufschütteln. Ja, und heute habe ich sogar eine Orange gekauft, extra dafür. Jo, und jetzt ist es übergelaufen. Und jetzt haben wir einen blonden Engel mit. Geilomat, wirklich richtig Geilomat. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Mit dem Eierlikör, wenn der sich noch leicht vermischt hat. Die richtig dezente Note. Man könnte hier jetzt auch noch den 43 mit reinkippen. Der wird auch noch dazu passen. Aber ich lasse es jetzt so, wie es ist, gut sein und zu genießen. Tja, ein kurzes Video, einfach nur zum Spaß haben und vielleicht gedacht als Vorschläge nach dem Grillen, vor dem Grillen, während dem Grillen. Das kommt mit Sicherheit gut, wenn ihr gegrillt habt oder so, am Abend noch zusammensitzt und dann sowas serviert. Mhm. Also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns ja, in der nächsten Runde. Tschaikowski. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen.